Rizinusöl ist eines der ältesten Abführmittel der Welt und wird auch gerne als Pflegemittel für Haut und Haare eingesetzt. Aber das ist noch lange nicht alles, was Rizinusöl zu bieten hat. In diesem Video geben wir dir Tipps für seine korrekte Anwendung und welche Wirkung es auf deinen Körper hat. Abonniere doch unseren Kanal, denn es erwartet dich alle 2 Tage ein spannendes Gesundheitsvideo hier auf Tropisch Gesund. Das durchsichtige bis leicht gelblich schimmernde Rizinusöl, auch bekannt als Castoröl, wird aus den Samen der tropischen Rizinuspflanze gepresst. Der auch als Wunderbaum bekannte Rizinusstrauch gehört zur Familie der giftigen Wolfsmilchgewächse, besitzt schöne rötliche Blütenblätter und wächst in allen tropischen Gebieten. In den Samen der Rizinuspflanze steckt das hochgiftige Eiweiß Rizin. Bereits wenige Samen reichen aus, um einen erwachsenen und durchtrainierten Menschen zu töten. Aber keine Sorge, das Gift wird bei der Ölpressung natürlich vom Rest getrennt. Rizinusöl besteht hauptsächlich aus bestimmten Teilen der Rizinolsäure, die sehr positive Wirkungen auf den menschlichen Körper hat. Auch sein extrem hoher Anteil an Vitamin E und essentiellen Fettsäuren trägt zu den einzigartigen Eigenschaften des Rizinusöls bei. Wirklich hochwertiges Rizinusöl gewinnt man nur mit einer Kaltpressung. Bei dieser schonenden Pressung unter niedrigen Temperaturen kann gewährleistet werden, dass keine Bestandteile verloren gehen. Allerdings bedeutet diese Pressung gleichzeitig ein aufwendigeres Verfahren, weshalb kaltgepresste Rizinusöle nicht zu den günstigsten gehören. Obwohl das Öl in keinster Weise nahrhaft oder gar heilend ist, kommt es bei vielen Beschwerden zum Einsatz. Wohl am bekanntesten ist Rizinusöl für seine stark abführende und verdauungsfördernde Wirkung. Hier noch einige weitere Anwendungsgebiete von Rizinusöl. Rizinusöl regt die Kollagenproduktion der Haut an und lässt kleine Falten verschwinden. Tupfe dazu einfach ein wenig Öl auf die zu behandelnden Hautstellen. Teste aber bitte vorher die Verträglichkeit des Öls an deinem Unterarm aus. Auch für kleine Wunden, Hautreizungen und Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Akne kannst du das Öl nutzen. Mische es dazu zu gleichen Teilen mit Olivenöl und trage das Gemisch dünn auf die betroffene Hautpartie auf. Rizinusöl ist auch ein ideales Pflegemittel für deine Haare, Wimpern und die Stärkung deiner Fingernägel. Eine Kopfmassage mit dem Öl regt die Durchblutung der Kopfhaut an. Und es wirkt prima gegen Haarausfall und Schuppen. Eine Haarkur mit dem Öl bringt deine Haare wieder in Schwung und verleiht ihnen strahlenden Glanz. Für eine Darm- oder Entgiftungskur, auch Detoxkur genannt, ist Rizinusöl perfekt geeignet. Eine vorherige Absprache mit deinem Arzt ist jedoch ratsam. Eine abführende Wirkung erzielst du mit der Einnahme von etwa 1-2 Teelöffeln Rizinusöl auf nüchternen Magen. Nach 2-4 Stunden wirkt das Öl. Nimm dir am besten an diesem Tag nichts vor, denn es bleibt selten bei nur einem Toilettengang. Grundsätzlich ist eine Rizinusölkur nicht für die Dauer geeignet, sondern nur für eine kurzzeitige Anwendung. Bei der oralen Einnahme von Rizinusöl liegen gewünschte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen meist dicht beieinander. Nebenwirkungen können bei der Einnahme Magen-Darm-Beschwerden, Krämpfe, Übelkeit und Durchfall sein. Rizinusöl zur äußeren Anwendung erhältst du in Drogeriemärkten oder im Internet. Öle zur inneren Anwendung nur in der Apotheke. Achte auf 100% reine Bioqualität und kaufe nur Produkte, die in einer Lichtschutzglasflasche angeboten werden, da Plastikflaschen für eine längere Aufbewahrung nicht geeignet sind. Hat dir unser Video gefallen? Dann abonniere doch einfach mit einem Klick auf die Kokosnuss unseren Kanal und schau dir auch die hier vorgeschlagenen Videos an. Im Textbereich unterhalb dieses Videos findest du übrigens noch ein paar interessante Links passend zum heutigen Thema. Bleib jetzt tropisch gesund und mach's gut bis zum nächsten Mal.